Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Tanks Replays. Heute gucken wir mal wieder dem Shiggy über die Schulter. Den hatten wir auch schon öfter mal. Er sitzt im KV-1 und ist Top-Tier. Er ist allein unterwegs, also nicht im Zug oder irgendwie sowas. Und sollte hier eigentlich jetzt nicht so die allergrößten Probleme haben, wenn ich mir so das Gegner-Team angucke. Natürlich sind die relativ TD-lastig und es gibt zwei Artis. Wohingegen er nur eine Arti hat. Aber das sind drei Artis. Die schießen schnell, machen nicht so viel Schaden. Man kennt das. Ja, dieses Replay gehört zu den Replays, die leider noch vor dem Patch sind. Das bedeutet hier unten mit der Anzeige, das haut nicht hin, genauso wenig wie Damage-Anzeige, auch wenn das jetzt noch okay aussieht. Aber achtet mal drauf, wenn er Schaden macht, dann sieht es komisch aus. Also, daran müsst ihr euch gewöhnen, da kommen noch ein paar von. Und wir schauen einfach mal, was er hier so fabriziert. Wir sehen, es ist kein Standardgefecht, sondern er ist hier im Verteidigungsgefecht, was für alle im Gegnerteam heißt, sie sind im Angriffsgefecht. Logischerweise. Er fährt hier zu einer Position, die ich sonst eigentlich immer nur so kenne von Heavies, von Lights, von Mediums befahren. Aber warum nicht auch als Heavy? Er hat natürlich ein Problem mit seiner Gun Depression, dürfte aber nach links relativ gut wirken können, wenn denn da was kommt. Und vor allen Dingen sein Team verteilt sich hauptsächlich nach links, bisschen was nach rechts. Ja, was hat er denn hier mit dem M3Li? Du hast ja wohl keinen Schabernack vor. Noch ist nichts offen. Vielleicht kriegt er so ein Spotting. Ihre Unterstützung wurde angefordert. Hubald 1 lädt dich in den Zug ein. Jetzt schießt er hier auf den Lago. Jetzt dürfte er ein Ziel für so ziemlich jede Art im Gegnerteam sein. Denn er ist wahrscheinlich mit dem M3Li der Einzige, der offen war. Aber der M3Li ist bereits nach Hause. Dann hat der M3Li wahrscheinlich die Schüsse gefressen, die auf ihn eingeaimt waren. Oh, jetzt hat er hier eine Selbstfallerfette. Und damit ist hier auch Geschichte. Und jetzt der Lago das zeitliche Segnen. So schnell hat man einfach mal zwei Kills zusammen. Den Schaden kann ich euch leider nicht sagen. Den können wir uns erst in der Auswertung angucken. Ja, er fährt hier ganz in Ruhe seines Weges. Ich sehe auch, du hast einen Stern auf dem Rohr. Sehr, sehr schön. Sowas sieht man immer gerne. Ein Stern auf dem Rohr. Mann, Mann, Mann. Ja, der Stein hat das aber auch echt verdient. Was ist der da auch im Weg, ne? So, jetzt aber. Ja, dritter Kill. Und irgendwie, weiß nicht, Arti hält nicht so viel von ihm. Oder, ah, doch. Jetzt versuchen sie ihn zu erschrecken. Und es hat Wirkung, denn er dreht um. Immer noch full life hier. Lediglich die Kette beschädigt. Da gibt es Schlimmeres. Jetzt will er sich den Streitwagen M42 oder Schweden holen. Sein Gegner, sein eigenes Team drückt auf, ja, auf den Gegner Cap, wollte ich gerade sagen. Stimmt natürlich nicht ganz. Ich glaube, die haben ein bisschen vergessen, dass es ein Verteidigungsgefecht ist. Wo ist der denn hingegangen? Das war ein ärgerlicher Schuss, muss man sagen. Ja, also du hast eine russische Kanone. Das ist vielleicht ein bisschen sehr optimistisch. So ist es natürlich schon besser, wenn man ein bisschen was vom Panzer sieht. Ist jetzt die Frage, ist das Gegnerteam umgedreht? Wäre ziemlich sinnlos, denn die haben ja die Aufgabe, den Cap einzunehmen. Ich vermute mal, dass das Gegnerteam sich auf den Weg gemacht hat, hier unten durchzufahren. Würde mich wundern, wenn sie zurückfahren. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Und hier scheint sie... Ja, oder sie fahren hier vor, aber da war doch gerade noch irgendjemand, oder? Ich weiß es nicht. Naja, vier Kills hat der gute Mann schon. In seinem KV-1. Der ist natürlich auf seiner Tierstufe ein grandioser Panzer. Was die Kanone angeht, was den Damage angeht. Und auch was die Panzerung angeht, auf jeden Fall. Ja, vielleicht hat er Glück und braucht sich hier von den Artis gar nicht mehr so in Acht nehmen, weil die dabei sind, sich zu verlagern. Jetzt zeigt er natürlich hier auch seine Seite, aber mein Gott. Ja, was ist denn mit deiner Kanone, Mensch? So, den kannst du rammen. Kein Schaden beim Rammen. Der ist, wundert mich aber. Ah, nur gekettet. Na komm.
Jetzt brauchst du mal ein bisschen Unterstützung von deinem Team. So. 5 Kills übrigens schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Das war das Munitionslager. Sehr, sehr gut gemacht. Ein bisschen bremslich die Situation Basel, aber mein Gott. So, jetzt fangen wir keinen von rechts. Vom Saru. Da liegt der Turm. Vom Panzer 4H war das, glaube ich, ne? Ja. Aus der Fahrt mit dem KV einschießen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut deine Crew ist, aber... Oh, ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. So, jetzt sollte Saal aber Geschichte sein. Jawohl, 7. Kill. Mal gucken, ob du noch zu mehr kommst. Ich kann mir vorstellen, dass der Schaden, den du gemacht hast, auch gut aussieht. Ja, eigentlich jagt dein Team nur noch die Gegnerpanzer so über die Map. Und für die ist das Ganze auch dann mal Geschichte. Ah, schade. Das wäre noch ein Kill gewesen. Oder zumindest Damage, den man sich hätte abholen können. Aber kann ich verstehen. Die einzige Zeit ist halt nun mal da. Was soll man machen? So, und da war es nur noch eine Wespe. Wo versteckt die sich denn? Ja, blöde Palmen braucht kein Mensch, ne? Was ist jetzt da unten? Die kann natürlich oben im Gebirge stehen. Die kann aber auch da hinten in dem Tal stehen. Man weiß es nicht. Ach, sie steht in dem Tal. Wie schön. Jawohl. Boah, 8 Kills. Geil. Das ist hier Tier 5. Gibt es da schon die Radley Walters? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich in der Auswertung sehen. So, und da sind wir auch mal zur Auswertung. Wir sehen, er hat das Ding gemeistert. Er hat den Schläger gekriegt. Er hat den Demolition Experte, den Sprengmeister. Den Duellanten gekriegt, Wirkungsfeuer und die Shellproof. Die Red Revolters tatsächlich gibt es auf Tier 5 schon, auf Tier 4 dann glaube ich nicht, ne? Oder? Wie war das noch? Dann hat er die Steilwand bekommen, Großkaliber und den Krieger. Ordentlich abgehauen. Der einzige, den er hier gesehen hat, war der 3001H, den er nicht zerstört hat. Alles andere, was sich mit ihm angelegt hat, wurde auch zerfetzt. Und er hat ja sogar noch einen mehr fast gemacht. Er hat 2000 Schaden hier gemacht. Weit, 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 weit über allem, was alle anderen hier so fabriziert haben. Ja, ist natürlich, also das Gegnerteam ist aber auch... Also da, mit dem Team wollte ich jetzt auch nicht unterwegs sein, ganz ehrlich. 26 Mal geschossen, 19 Mal getroffen, das ist für so einen russischen Panzer auf die Entfernung sehr, sehr gut. Ja, 16 Mal durchschlagen, das ist eigentlich selbstverständlich dann bei 19 Treffern. Du hast keinen Schaden auf über 300 Meter gemacht? Stimmt, das war alles. Ja, stimmt, alles was weiter war. Irgendwie hatte ich das Gefühl, du hast weiter geschossen, aber egal. Ne? Ja, 740 geblockt, da wäre wahrscheinlich sogar noch mehr gegangen, aber das ist auch schon eine ziemlich geile Nummer eigentlich. 323 aufgeklärt da vorne an deiner Position. Ja, da dein Panzer ja zur Hälfte heilig geblieben ist, sind die Reparaturkosten nicht wirklich hoch. Gold hast du auch nicht geschossen, vermute ich mal. Ich konnte es ja nicht sehen, aber wäre Quatsch gewesen. Deswegen konntest du von deinen 44.000 fast komplett alles mit nach Hause nehmen. Und ja, so muss ein Gefecht laufen, oder? Auf Tier 5. Wunderbar. Oder auch auf allen anderen Tierstufen, aber natürlich auf Tier 5 dann umso mehr. Oder warum sage ich das? Ich habe keine Ahnung. Aber sehr schöne Runde. Gerne mehr davon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.